Liebe Millennials, wir haben Grund zum Feiern! Denn wir sind nicht mehr die verhassteste Generation, die es da draußen gibt. Wir wurden abgelöst von Gen Z. Das hier ist also für euch, liebe Gen Z, get fucked! Was haben sie denn gemacht? Also mal ganz abgesehen davon, dass sie voll den schlechten Musikgeschmack haben, von TikTok komplett versaut sind und ganz klar mit den falschen Videospielen groß geworden sind, wollen diese verwöhnten, unverschämten, völlig verzogenen Bengel doch tatsächlich eine anständige Work-Life-Balance. Was? Ja, Mann! Die wollen einfach Freizeit. Und die haben halt keinen Bock, für einen Dreckslohn in einer Drecksfirma 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Ohne irgendeine Perspektive auf Besserung. So eine Huren. Ja. Wählerisch, verwöhnt, faul. In letzter Zeit kamen sehr viele Artikel auf, die die Arbeitsmoral von der Gen Z thematisierten. Und der Hass ist sogar so real, dass sie sich extra neue Begriffe ausdenken, um diese Faulheit zu beschreiben. Zum Beispiel mit Quiet Quitting. Also das stille Kündigen. Könnt bestimmt alle kein Englisch. Denn wenn du genau das machst, wofür du eingestellt wurdest, ist das nach denen also scheinbar gleichgestellt mit, ich will kündigen. Diese ausgefickten Wichser sind so gewieft, Alter. Die unterschreiben den Vertrag und machen dann genau das, was da drin steht und nicht mehr. Die machen dann keine unbezahlten Überstunden und wenn die frei haben, dann machen die frei. Bearbeiten keine E-Mails mehr und machen ihr Arbeitshandy aus. Dann sind sie für den Chef ja gar nicht mehr erreichbar. In ihrer freien Zeit. Okay, wir haben jetzt keine Erfahrung als Arbeitnehmer. Wir sind eher auf der Arbeitgeberseite. Hast du nicht mal Rasen gemäht? Ja, im Garten von fast jemandem. Fast ein Office-Job in so einer großen Firma. Fast. Aber wir dachten halt so, da gibt's Regeln, an die man sich halten muss. Und dass man Angestellte nicht einfach in ihrer freien Zeit anrufen darf und dass ihre Arbeitszeit protokolliert werden muss. Weißt du, dass alles seine Richtigkeit hat? Weil sonst gibt's Ärger von irgendwem. Betriebsrat. Gott? Betriebsrat. Quasi Gott. Aber warte, heißt es, dass Arbeitgeber sich in der Realität nicht unbedingt an die Regeln halten? Also, liebe Arbeitgeber, da bin ich jetzt aber wirklich von euch enttäuscht. Hat man nicht ein Arbeitshandy, damit man es ausschalten kann? Warum haben wir kein Arbeitshandy? Rick, kauf mir ein Arbeitshandy. Wir sind selbstständig, wir haben keine Rechte. Gib mir ein Arbeitshandy. Wir haben absolut keine Rechte. Ich will eins iPhone. Kauf dir eins, du Nutte, Alter. Okay, also die Gen Z anzukacken, weil sie bessere Arbeitsrechte haben wollen, ist halt ein bisschen dumm. Und bisschen, meine ich, ist viel. Und so. Ja, ja, wie nach Hause bei dir, ne? Ja, danke, dass einer mal erkennt. Die Boomer haben ja damals das Konzept eingeballert bekommen. Du musst dich jetzt voll krass abarbeiten und dann kannst du in der Rente aber ordentlich chillen. Oh, was ist das? 40% der Boomer droht Altersarmut? Fuck yeah! Jetzt kommt noch Klimawandel, Putin-Nukes und UAPs. Als könnten sich jüngere Generationen auf dieses Konzept verlassen, jetzt hart zu arbeiten, um dann zu chillen. Und selbst wenn die Zukunft doch besser wird, als die meisten denken, macht es doch irgendwie Sinn, sein gesamtes Leben genießen zu können. Das große Paradoxon für viele ist aber, weniger Arbeit führt nicht unbedingt zu weniger erledigter Arbeit. Ich meine, es ist ein völlig normaler Satz, den ich von super vielen Leuten höre. Ach, weißt du, die letzten 2 Stunden des Tages, da sind wir alle so fertig, wir plauschen einfach nur ein bisschen und spielen Candy Crush. Yo, warum gehen wir dann nicht einfach alle 2 Stunden früher nach Hause und nutzen die Zeit sinnvoller? Boah, das ist ja echt typisch Gen Z, ne? Gar keine Arbeitsmoral. Wir mussten da früher auch durch, okay? Lehrjahre, das sind keine Herrenjahre. Dann lade ich mir mal Candy Crush runter. Erholung führt zu höherer Produktivität. Das Problem an dieser Erkenntnis ist, die stammt von den Nazis. Ah. Fuck. Kraft durch Freude. Die haben dann so Urlaubszentren errichtet und dann haben sie die Urlaubszeit auch erhöht, damit auch der Normalsterbliche Urlaub machen kann. Es war für die Arbeitgeber-Brains immer sehr schwer zu verarbeiten, aber tatsächlich haben so Dinge wie Pausen und Urlaub und sowas die Produktivität erhöht. Also super viele Sachen wurden halt nicht eingeführt, weil man halt so menschenfreundlich war, sondern weil es zu mehr Produktivität geführt hat. Und erst später kamen dann diese Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte obendrauf. Weil wenn du dann den Leuten mal was so gegeben hast, dann kannst du es ihnen schwer wieder wegnehmen. So, versuch mal einer Katze was zu essen zu geben und dann wieder wegzunehmen. Ey, manchmal passiert mir das, dass mir irgendwas runterfällt und Pepe, der reißt da so krank dran. Der lässt es nicht los. Das ist seins für immer. Ab und zu kommt Anna einfach so mit Pullin rüber und dann muss ich so sein Maul aufreißen, um Haargummi rauszuziehen. So sind Arbeitnehmer. Deshalb führt halt nicht mehr Arbeit zu mehr erledigter Arbeit. In letzter Zeit wurde halt immer wieder die 4-Tage-Woche getestet in vielen Ländern und einzelnen Betrieben und hin und her. Und die meisten hatten das Ergebnis, dass sie mit der 4-Tage-Woche genauso viel geschafft haben wie mit einer 5-Tage-Woche. Und wen wundert's, wenn es doch so ein normales Ding ist, dass man die letzten 2 Stunden des Tages eigentlich gar nichts mehr macht. Ich meine, es kommt natürlich auf den Job an, auf die Arbeit, das ist sehr extrem unterschiedlich. Und ich weiß auch nicht, ob man auf jeden Betrieb diese 4-Tage-Woche ballern kann, aber bei manchen könnte man in der 5-Tage-Woche auch einfach weniger Arbeitsstunden haben. Ich arbeite prinzipiell jeden Tag. Weil ich so krass bin. Ja, ihr fucking Gen Z. Nein. Weil wenn ich jetzt Samstag, Sonntag nochmal so eine Stunde zwischendurch meine
meine Ideen auf dem Blatt kotze und dann wieder Sport mache und dann mich wieder mit meinem Sohn beschäftige und dann vielleicht abends nochmal so meine Gedanken auf dem Blatt spucke, ist das wesentlich effektiver, als wenn ich die ganze Zeit da sitze und mühselig versuche, Ideen hochzuwirken. Vor allem bin ich halt weit produktiver, als wenn ich zum Beispiel nach einem Dreh an einem Skript arbeite. Weil wenn ich 3 Stunden am Stück ertragen musste, wie Steve versucht, ganze Sätze am Stück zu sagen. Ey, kein Kommentar. Er kann's nicht. Er kann kein Deutsch. Ich meine, gut, ich sag das jetzt aus der Sicht eines Selbstständigen und Kreativität ist ja etwas, was man bekanntlich nicht abarbeiten kann, wie Holzdildos schnitzen. Aber die Kombi aus diszipliniert arbeiten und dann sich diszipliniert Freizeit gönnen, ist die produktivste Art zu leben. Und natürlich sowas wie Sport und gutes Essen und guten Schlaf, aber das kann man jetzt nicht vom Arbeitgeber kriegen. Was sei denn? Guter Schlaf vom Arbeitgeber. Ja, der Arbeitgeber kommt nach Hause und so, kuscheln, ja. Gib noch ein Küsschen und deck dich mal zu. Ah, das wäre mein Service. Oh. Obwohl, nee, ich möchte nicht von dir zugedeckt werden. Ich bin nicht dein Arbeitgeber. Ey, warte mal, ich bin selbst mein Arbeitgeber. Das heißt, ich decke mich doch selbst zu. Ich meine, ich kann es verstehen. Als Arbeitgeber willst du natürlich jemanden, der seinen Job liebt, der sich Gedanken macht, der sich vorbereitet und der, wenn er eine Idee hat, kein Problem hat, nochmal was aufzuschreiben und in seiner Freizeit zu machen, weil er halt das Projekt geil findet. Da muss man halt nur dafür sorgen, dass man die auch findet. Liegt es vielleicht an uns Arbeitgebern, dass wir niemanden mehr für unsere Stellen finden? Nein, es ist diese neue Generation, die schuld ist. Und wer hat sie erzogen? Oh, fuck! Willst du motivierte Arbeiter, musst du sie motivieren. Und dafür gibt's natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die simpelste ist natürlich Peitschenhiebe. Natürlich. Geld. Ohne Geld würden wir alle verhungern und sterben. Weil Gott verdammt, wisst ihr, wo man in der Wildnis Sushi findet? Ich nicht. Und die Lohnentwicklung in manchen Jobs ist halt gar nicht mal so gut. Hey, hast du Bock auf diese Ausbildung? Du fängst mit einem Drecksgehalt an und von da aus geht's nur bergab. Hast du Bock? Motivierend ist natürlich auch, wenn der Job dich erfüllt. Deswegen finden sich für gemeinnützige Sachen auch Leute, die die Arbeit umsonst machen. Denn sie wissen, sie machen damit was Gutes. Also hoffentlich. Die ganzen Leute, die bei Loot für die Welt mitmachen, werden von uns auch nicht bezahlt. Apropos. Loot für die Welt, unser Charity-Gaming-Stream, startet in die 8. Runde. Vom 12.11. bis 13.11. auf Twitch und YouTube. Seid dabei. Jetzt ist natürlich sehr unterschiedlich, was dich erfüllt. Mich füllt so ein großes Sandwich immer sehr, sehr voll. So. Steven Harvey wird den Sandwiches bezahlt. Sorry, ich habe echt noch nicht wirklich was gegessen heute, deswegen ich habe auch Augen für Essen. Und deswegen sind Selbstständige meistens auch ein bisschen krasser am Arbeiten, weil sie arbeiten ja für ihren eigenen Traum und nicht für den Traum eines anderen. Außerdem kassieren sie das ganze Geld und wenn sie es nicht arbeiten, dann gehen sie pleite und dann haben sie ein Problem. Natürlich kannst du auch noch andere Benefits neben Geld geben, um die Leute zu motivieren. Zum Beispiel sicke Pizza-Partys oder so. An jeden Tag, der mit P anfängt. Jeden Tag, der mit B. Geil. Das ist das Halten für. Es kann natürlich auch sein, dass du durch den Job bekannter wirst, Connections aufbaust, krasse Erfahrungen sammelst, die dich weiterbringen oder dir noch mehr Finger wachsen, damit du noch mehr aufzählen kannst. Problem ist nur, dass viele Arbeitgeber sowas denn als Vorwand sehen, Geld zu streichen und so sollte es natürlich nicht sein. Du wirst bezahlt mit Exposure. Dann wissen alle, dass du da bist. Das kannst du in deinen Lebenslauf schreiben, Digga, dass du hier gearbeitet hast. Nee, arbeiten durftest. Sei gefälligst dankbar für diese Möglichkeit. Auch wichtig sind Aufstiegschancen, also dass du Perspektive hast. Ich zum Beispiel kann immer noch Senior Manager werden. Dann stehe ich über Rick endlich. Dann kann ich ihm sagen, woran er arbeiten soll. Wir haben keine Aufstiegsperspektive. Fuck. Wir klammern uns hier einfach dran fest, so lange wie es geht. Wir brauchen mehr Klicks, Mann. Mehr Abos, Mann. Wachstum, 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 ja, ja. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Bis wir irgendwann die gesamte Welt erobert haben. Und dann müssen wir Menschen klonen, damit wir mehr Publikum kriegen. Jetzt müssen wir alle Leute dazu kriegen, Deutsch zu sprechen. Ja, stimmt. Damit können wir jetzt mal anfangen. Das ist ein bisschen einfacher als Klon. Mhm. Trotzdem schwer. Mhm. Aber das Simpelste, womit man erstmal anfangen kann, ist vielleicht Anerkennung zeigen. Yo, danke schön, dass du für diesen scheiß Lohn, diesen scheiß Job machst, damit ich den ganzen Gewinn einfahren kann. Am besten machst du einfach alles. Aber du kannst natürlich auch gar nichts machen und heulen. So wie das Handwerk. Seit Jahren haben Handwerksbetriebe Probleme, Auszubildende zu finden. Ey, aber sie haben echt alles versucht. Von Werbekampagnen, dass auch wenn du deinen Körper komplett zerstörst, du am Ende des Tages wenigstens etwas mit deinen Händen erschaffen hast. Ha, ich habe ein fremdes Klo repariert mit meinen eigenen Händen. Sehr erfüllend. Mit Scheiße. Hau mir auf den Schenkel mit diesem krassen Joke. Bis hin zur neuesten Kampagne. Ihr wollt Umweltschutz, aber nicht im Handwerk dafür schuften? Ihr doppelmoralischen, verkackten Kinder, ihr. Wow, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass das nicht funktioniert hat. Aber hey, immerhin haben es ein paar Betriebe jetzt versucht mit so einer 4-Tage-Woche. Aber dann waren andere Betriebe auf die sauer, weil dann mussten die das ja quasi auch machen. Was für eine Scheiße. Fuck. Aber hey, mal sehen, ob sich die 4-Tage-Woche irgendwann durchsetzen wird. Also die Politik will gerade eher, dass wir mehr arbeiten. Aber am Ende werden wahrscheinlich einfach alle beim Alten bleiben. Weil Deutschland lebt ja das Motto, ich musste in meiner Jugend schuften und leiden, also musst du das jetzt auch. Weil ich bin traumatisiert und deswegen denke ich, dass Schmerz und Leid dir irgendwas bringen, um dich stärker zu machen und besser. Also, liebe Gen Z, ihr seid nicht faul. Nur vielleicht ein kleines bisschen naiv. Die wollen halt die Welt verbessern. Ja. Die Welt. Ist so, wie es ist. Dumm.